Kaffeekultur Fulda. Rösterei und Kaffeehaus heißt Sie herzlich willkommen. Unser freundliches und gut geschultes Personal berät Sie kompetent in allen Fragen rund um das Thema Kaffee. Niemand macht hier nur einfach einen Job, sondern alle verstehen sich als Teil einer gewachsenen europäischen Kaffeehaustradition. Unser Kaffeehaus ist sowohl ein Ort der Begegnung und des Austausches, als auch eine Oase des Rückzuges vom schnelllebigen Alltag. Eine kleine Auswahl an Büchern und Bildbänden sowie verschiedener Tageszeitungen oder anderer Publikationen ermöglichen Blicke in die Welt weit über den Rand der Kaffeetasse hinaus. Hin und wieder bleibt uns Zeit für den zweiten Bestandteil unseres Projektes namens Kaffeekultur. Regelmäßig finden Lesungen in Zusammenarbeit mit der in unserer Straße ansässigen Buchhandlung Uhlenspiegel statt. Gelegentlich aber auch Konzerte oder andere kulturelle Ereignisse. Wir zwei betreiben seit 8 Jahren die Kaffeerösterei in Fulda. Das heißt, wir haben 2005 unseren Laden eröffnet mit Kaffeehaus. Wir verkaufen Accessoires, Schokoladen. Ich bin hier in unserem schönen Kaffee-Etablissement hauptsächlich zuständig für den Rohkaffee-Einkauf, für das Rösten. Und naja, Mischungen machen wir schon hauptsächlich zusammen. Ja, wir sind ja auch also keine Kaufleute und Betriebswirte und von daher war es ja auch nicht ganz so einfach, so ein Kaffeehaus zu eröffnen oder überhaupt eine Rösterei und sich in diesen neuen Arbeitsbereich zu begeben. Aber wir haben es eigentlich ganz gut hingekriegt. Wir sind inzwischen gut etabliert. Aber vielleicht hängt es ja auch ein bisschen mit den Genen zusammen, weil mein Großvater in Hamburg eine Kaffeerösterei hatte bis 1963. Die Grundbegriffe des Rösterhandwerks habe ich schon von Christiane gelernt. Und dann habe ich einfach viel durch Learning by Doing, durchaus auch unter den gestrengen Augen meiner Frau geröstet. Am meisten, denke ich, außer Haus habe ich gelernt von Altmeister Pauli Michels, bei dem ich mal eine Zeit lang hospitieren durfte. Ich erinnere mich noch ganz gut, als wir 2005 eröffneten, da waren wir die erste Rösterei hier in Fulda. Und die Leute waren das, glaube ich, erstmal gar nicht gewohnt. Also die kannten nur industriell gerösteten Kaffee und wunderten sich, was wir hier so machen. Und es hat schon eine Zeit lang gedauert, bis die Leute begriffen, dass es einen gewaltigen Unterschied macht, ob man den Kaffee von, sage ich jetzt mal nicht, woher kauft, oder aber ob es hier so ein handwerklich gerösteter Kaffee ist. Mit der Zeit, denke ich, hat man einfach so auch erkannt, dass wir eine gute Qualität verkaufen und das war uns eigentlich so das Wichtigste. Worauf wir auch sehr viel Wert legen, ist der Kontakt zu den benachbarten Läden, mit denen sich dann auch eine Interessengemeinschaft entwickelt hat. Wir machen ja auch viele Veranstaltungen miteinander, also auch das Straßenfest, das alljährlich stattfindet. Wir haben Lesungen und wir haben ja jetzt auch ein Klavier, stolzerweise. Ja, das muss natürlich auch genutzt werden und wir sind auf der Suche übrigens nach interessierten Menschen, Musiker, die da gerne mal drauf spielen wollen und vielleicht eine Lesung begleiten wollen. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diese Idee des Kaffeehauses, dass wir das Kaffeehaus begreifen als einen sozialen Ort, wo man sich tatsächlich auch treffen kann und miteinander Zeit verbringen kann und diskutieren kann und von mir aus sich streiten kann. Oder aber auch Kaffeehaus als Ort des Rückzuges vom hektischen Alltag, wo man einfach mal so ein bisschen Abstand nehmen kann. Wir sind einfach froh, wenn die Leute hierher kommen und sich wohlfühlen. Wir haben unglaublich gute Mitarbeiter und das muss einfach erwähnt werden. Das ist total wichtig, weil das eine ganz große Rolle spielt. Die bringen halt auch jede und jeder für sich so nochmal was ganz Eigenes hier hinein. Ja, ihre Persönlichkeiten einfach. Diese Mischung aus diesen verschiedenen Persönlichkeiten, jetzt auch mit unseren, das denke ich, ist irgendwie gelungen. Und wir sind da eigentlich ziemlich dankbar, dass wir so tolle Leute haben einfach, die mit uns arbeiten.
Ja, es macht einfach viel Spaß. Was mir schon auch wichtig ist, nochmal mitzuteilen, wir sind seit Anfang dieses Jahres, oder sagt man diesen Jahres, weiß ich nicht so genau, Mitglied in der Deutschen Röstergilde. Und da sind wir schon auch ein bisschen stolz drauf, weil die nehmen nicht jeden. Eine sorgfältige Auswahl hochwertiger Rohbohnen unterschiedlichster Herkunft ist die erste Voraussetzung für die hervorragende Qualität unserer derzeit 14 Sorten Kaffee und 11 Sorten Espresso. Der Röstvorgang beinhaltet eine Reihe hochkomplexer chemischer Prozesse. Etwa 700 Inhaltsstoffe verbinden und transformieren sich zu annähernd 1000 verschiedenen bekannten Aromen. Jeder Röster hat hier bezüglich der Zeit, der Temperatur und der Temperaturverläufe seine ganz besonderen Vorgehensweisen, je nach Ergebnis, das er erzielen möchte. Wir rösten immer unter 200 Grad Celsius, um eine optimale Entfaltung der zum Teil äußerst feinstofflichen Aromen zu gewährleisten. Die Mühe eines höheren Energie- und Zeitaufwandes von bis zu 30 Minuten nehmen wir hierfür gerne in Kauf. Bei dieser schonenden Langzeitröstung werden unerwünschte Stoffe, beispielsweise verschiedene Säuren, weitgehend ab- oder umgebaut. Bevor der Kaffee für den Verkauf freigegeben wird, muss er zunächst auskühlen, anschließend einige Zeit ausgasen, um sich dann aromatisch zu verdichten. Viele unserer Kaffee-Varietäten bieten wir reinsortig an, nicht wenige mit genauem Herkunftsnachweis bis zum Kaffeebauern. Andere werden zu sogenannten Blends verarbeitet, insbesondere zu verschiedenen Espresso-Mischungen, deren Kompositionsbestandteile das gut gehütete Geheimnis eines jeden Rösters sind. Kaffeekultur Fulda. Rösterei und Kaffeehaus heißt Sie herzlich willkommen.